Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, wo immer Sie sich befinden, zu einer wirklich spannenden Veranstaltung, zu einem Thema, über das wir alle eine Meinung haben, Sie, ich und unsere Gäste. Kann das weg, das städtebauliche Erbe der DDR? Wir sind hier in der Stiftung zur Aufarbeitung der DDR-Diktatur und der deutschen Gesellschaft. Und ich darf ganz herzlich jetzt begrüßen den Hausherr Florian Mausbach, den früheren Präsidenten des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung und den Chef des Kuratoriums der deutschen Gesellschaft, der uns hier einführen wird. Herzlich willkommen und bitte schön, wir freuen uns auf Ihre Worte. Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich, dass ich gebeten worden bin, hier einige einführende Worte zu sagen. Kein wissenschaftlicher Vortrag, sondern mehr ein paar persönliche Bemerkungen vorweg zum Thema: Kann das weg, das städtebauliche Erbe der DDR, kann das weg? Den Satz kennt man eher von Kunstwerken, von modernen Kunstwerken, diese scherzhafte Bemerkung, kann das weg oder ist das Kunst? Das müsste hier heißen, kann das weg oder ist das Architektur und Städtebau, der erhaltenswert ist? Ich selber habe in meiner Tätigkeit der 14-jährigen Zeit des Wiederaufbaus Berlins als Bundeshauptstadt, bin natürlich auch mit dem Erbe dem städtebaulichen Erbe der DDR konfrontiert gewesen. Ganz persönlich bin ich von Bundesbauminister und Umzugsminister Klaus Töpfer im Staatsratsgebäude als Bundesbeamter vereidigt worden. Und das Staatsratsgebäude steht heute unter Denkmalschutz. Es fügt sich auch in seiner palastartigen Architektur gut ein in die Museumsinsel mit dem Schloss und den großartigen Bauten der Museumsinsel. Heute werden dort in einem ehemals sozialistischen Staatsratsgebäude kapitalistische Manager ausgebildet. Ich hätte mir eher vielleicht darin auch ein Museum vorgestellt, vielleicht ein Museum der DDR und der neuen Bundesländer. Wer weiß, vielleicht kommt das ja noch mal. Ja, das Staatsratsgebäude erinnert noch im Zentrum, im Machtzentrum der DDR, denn das war dieser Ort, nebenan die Reichsbank. SED-Zentralkomitee hatte dort seinen Sitz und daneben nach Zerstörung der Bauakademie, die noch im Wiederaufbau auch der DDR zunächst war, abgerissen wurde für das Außenministerium der DDR. Gegenüber sollte noch in der Stalinzeit ein Hochhaus entstehen, vergleichbar dem von Stalin den Polen in Warschau geschenkten Kulturpalast. Daraus ist aber nichts geworden. Stattdessen ist dann sehr viel später dort der Palast der Republik entstanden. Kann das weg? Die Frage stellte sich da auch. Es war notwendig, die Asbestsanierung damals. Und die frei gewählte Volkskammer zog hinüber ins Auswärtige Amt, in die Reichsbank, in die ehemalige Zentralkomitee der SED. Und dort, auch da etwas zum Thema städtebauliches Erbe, dieser Sitzungssaal, der sehr schön gestaltet war, in dem dort die Volkskammer dann tagte und auch Beschlüsse zur deutschen Einheit fasste, der ist auch erhalten worden, diese innere Umgestaltung der Reichsbank durch die DDR, auch das Politbürozimmer, das mit Marx und Lenin geschmückt war, heute mit Bismarck, das auch steht unter Denkmalschutz, und auch andere Räume sind erhalten worden, die damals von den Hellerauer Werkstätten gestaltet worden waren. Also das so zu meiner persönlichen Erinnerung meiner Tätigkeit hier in der Mitte Berlins. Es wichtig ist zu sagen, dass in diesem, womit ich mich insbesondere zu tun hatte, wie gestaltet Deutschland als Drittes Reich, als DDR, als Bundesrepublik seine zentrale repräsentative Mitte, wie das im Dritten Reich sein sollte, mit dem gewaltigen, größenwahnsinnigen Planungen dort, wo heute das Bundeskanzleramt steht in dem Raum, kennen wir.
Die DDR hatte auch eine Staatsachse geplant. Sie wollte sich ja auf Dauer als eigener unabhängiger Staat etablieren, nur abhängig von der Sowjetunion, wenn man genauer hinsieht. Aber sie wollte in diesem Raum vom Staatsratsgebäude, Palast der Republik, Außenministerium als Machtzentrum. Das Schloss wurde deswegen abgerissen und bis hin zum Alexanderplatz und dem Fernsehturm später, da so wurde der Bau einer großen repräsentativen Staatsachse geplant und verfolgt. In der Mitte dann noch dieses zivilreligiöse Monument mit Marx und Engels und dem Umfeld. Nur das einfach mal zur Frage, wie stellt sich Deutschland in jeweils verschiedenen politischen Systemen in der Mitte dar? Ich will mich jetzt gar nicht äußern, wie die Bundesrepublik jetzt in Berlin ihre Mitte gestaltet, sondern zum Thema noch etwas sagen. Interessant ist in Berlin, dass zeitgleiche Erbe des Hansaviertels, damals eine internationale Bauausstellung, wo Berlin im Westen sich modern mit Hochhäusern und mit einem Corbusier-Haus in Charlottenburg darstellte, aber die DDR noch unter Stalin, mit der so damals genannten Stalinallee, erstaunlich, verwunderlich eigentlich, mit dem Anspruch einer progressiven, modernen Gesellschaft, baut eine Prachtstraße eigentlich großbürgerlichen Stils, wie sie eher im 19. Jahrhundert geplant war in großen Städten, diesmal aber als Palaststraße für die Arbeiterklasse. Das war ein erstaunliches Gegenüber. Heute genießen wir eigentlich diese große Prachtstraße als doch eine interessante, großzügige städtebauliche Achse der Stadt. Weiter, Sie haben auf Ihrem Flyer, auf dem Werbeanzeige für diese Veranstaltung die Plattenbauten gezeigt. Das ist sicher auch das, was heute Abend von besonderer Bedeutung ist. Dies ist eine relativ späte Phase in der DDR. Zunächst gab es Städte wie Eisenhüttenstadt, die noch auch heute unter Denkmalschutz stehen, die noch in so einem neoklassizistischen Stil eher traditionell gestaltet waren. Aber dann hat die DDR irgendwann, und das war typisch, es war immer so, dass sie in verschiedenen Schritten nachholte, nachverfolgte, was im Westen an Entwicklung geschah. Dann begann das, was heute gern die Ostmoderne genannt wird und die sich in verschiedenen Formen äußert. Einmal in diesen großen Formen des Massenwohnungsbaus, den es auch in nicht ganz so massiver und eintöniger Form auch im Westen gab. Und heute sicherlich angesichts der Wohnungsnot plötzlich wieder an besonderer Bedeutung gewinnt. Man hatte ja angefangen, Teile davon wieder zurückzubauen. Mittlerweile wird man vielleicht sagen, hätte man die vielleicht doch erhalten angesichts der heutigen Wohnungsnot. Ja, eins nur persönliche Bemerkung. Ich bin vorbeigefahren, gerade noch mal gestern über die Frankfurter Allee, heißt es heute, und Karl-Marx-Allee. Zwei besonders schöne, moderne Bauten sind das Kino International, das auch unter Denkmalschutz steht, und gegenüber das Café Moskau. Auch das sind zwei wirklich schöne Bauten. Das heißt, man muss immer unterscheiden, auch in der DDR gab es Architekten, Künstler, die unter schwierigen Bedingungen doch versucht haben, etwas Gutes, Modernes, architektonisch Wertvolles zu gestalten. Und da muss man dann unterscheiden, das, was den Plattenbau betrifft, bemühen sich die Städte, diese auch zu modernisieren, zu etwas zu neu zu gestalten, zu ergänzen durch Bauten. So viel dazu. Noch eine persönliche Erinnerung. Ich hatte ja in meinem Amt auch mit Botschaftsbau zu tun und Kulturinstituten im Ausland. Und es war eine der interessantesten Aufgaben, weil die DDR auch in aller Welt Botschaften hatte. Hatten wir uns Gedanken zu machen darüber, was geschieht mit diesen Bauten. Einen Fall will ich nur nennen, ein etwas trauriger Fall.
In Budapest gab es eine sehr schöne DDR-Botschaft von Graf Hunder, dem Architekten auch des Palastes der Republik. Und wir hatten mit Architekten zusammen und sogar schon einen Bauunternehmer gefunden, der das finanzieren wollte, daraus ein Goethe-Institut zu machen. Ein sehr schöner Bau, geeignet dafür. Aber leider wollte das Goethe-Institut nicht in ein DDR-Gebäude ziehen. Und dann ist dieses leider gescheitert. Das bedauere ich sehr. Also es bedarf eines klugen und toleranten und guten Umgangs auch mit dem, was die DDR uns an Bauten, an Schönerem und Hässlicherem hinterlassen hat. Mit beidem muss man vernünftig umgehen. Dankeschön. Auch ganz herzlichen Dank für Ihre einführenden Worte und Sie haben uns auch schon viel mitgegeben für unsere Diskussion, die wir nach dem Einführungsvortrag von Frau Prof. Dr. Sigrun Kavisch dann starten werden. Ganz herzlichen Dank Ihnen. Dann darf ich Ihnen vorstellen, meine sehr verehrten Damen und Herren, unsere Einführungsrednerin, Frau Prof. Dr. Sigrun Kavisch, und ich darf Sie auf die Bühne bitten zu mir. Frau Professor Kavisch hat sich lange Zeit mit einem der spannenden Plattenbaugebiete beschäftigt, über die wir nachher auch reden werden, nämlich Leipzig-Grünau. Frau Professor Kavisch ist Soziologin und sie war von 2004 bis vor wenigen Tagen die Leiterin des Departements Stadt- und Umweltsoziologie des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung und sie ist noch immer Professorin für sozialwissenschaftliche Stadtgeografie an der Universität Leipzig. Frau Professor Kavisch, wir sind sehr gespannt, was Sie uns wahrscheinlich über Leipzig-Grünau erzählen werden. Sie haben die Bühne, bitte schön. Vielen lieben Dank für die freundliche Einführung und vielen Dank für die Einladung. Ja, meine Damen und Herren, ich arbeite am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Und die Frage ist, was macht eine Stadtsoziologin, Stadtgeografin an einem Umweltforschungszentrum? Ganz einfach ist die Frage zu beantworten, wenn wir uns mit Umwelt beschäftigen, dann gehört dazu die natürliche Umwelt, die gebaute Umwelt und die soziale Umwelt. Und zwar das Zusammenspiel zwischen den drei Bestandteilen unserer Umwelt. Und deshalb gehört auch die Fragestellung der Stadtentwicklung und des Umgangs mit Plattenbauten, also mit dem städtebaulichen Erbe der DDR auf dem Wohnungssektor, mit dazu. Ich befasse mich seit etwa 40 Jahren mit der Thematik und habe seitdem eine Langzeitstudie in der Betreuung, zu der ich heute Ihnen gerne etwas mitteilen möchte. Worüber sprechen wir, wenn wir über das städtebauliche Erbe uns Gedanken machen? In den einführenden Worten haben wir schon gehört, dass dazu unterschiedliche architektonische Bestandteile gehören. Aber heute, denke ich, sprechen wir auch entsprechend des Covers, der Einladung, über die Plattenbauten, über die Großwohnsiedlungen und Plattenbauten. Der eine sagt Platte, der andere sagt Plattenbau, der nächste sagt Großwohnsiedlung, der dritte sagt Satellitenstadt, der vierte sagt noch irgendetwas anderes. Also es gibt ganz unterschiedliche Bezeichnungen dafür. Nichtsdestotrotz sollten wir aber kurz in die Historie gehen. In der DDR wurden die Großsiedlungen seit etwa Mitte der 70er Jahre errichtet. In Westdeutschland begann das so in den 60er Jahren. Ja, es wurde zu der damaligen Zeit festgestellt, dass es einen Fehlbedarf von 2,8 Millionen Wohnungen gibt und 600.000 Wohnungssuchende existierten. Man musste etwa 10 Jahre warten, um eine Wohnung zu bekommen, eine neue Wohnung zu bekommen. Und da sich natürlich auch in dieser Hinsicht die sozialen Bedingungen etwas verschärften, bedeutete das, dass auch die Partei- und Staatsführung die Entwicklung zur Kenntnis nahm und dann auf dem 8. Parteitag einen Beschluss gefasst hat, dass die Wohn- und Lebensbedingungen zu verbessern seien. Und schließlich dann 1973 wurde ein sogenanntes Wohnungsbauprogramm beschlossen. Und im Rahmen dieses Programms sollten 2,8 bis 3 Millionen Wohnungen gebaut werden. Und zwar auf der Basis des industriellen Wohnungsbaus. Und industrieller Wohnungsbau, WBS 70, Wohnungsbauserie 70, bedeutet das, ist also dieser Plattenbau. Und was war das Ziel? Das Ziel bestand darin, mit diesem normierten Wohnungsangebot für alle Menschen einen Beleg dafür zu schaffen, dass die sozialen Unterschiede in der DDR abgeschafft werden. Also heute würden wir sagen, die soziale Segregation wird beseitigt und
Die Mischung sozial wie auch demografisch soll vorangetrieben werden. Ja, und die Frage ist nun, wie weit konnte das erreicht werden? Und hier habe ich Ihnen mal ein Foto mitgebracht aus dem Jahr 1986. Und hier sehen Sie auf dem Foto mehrere interessante Perspektiven. Sie sehen viele junge Familien mit vielen Kindern, Sie sehen viele Menschen, Sie sehen die Großblöcke, die 16 Geschosse im Hintergrund, Sie sehen die Provisorien als Infrastruktur, Sie sehen relativ wenig Grün und Sie sehen auch keine künstlerische Gestaltung im Wohnumfeld. Ja, und wenn wir das jetzt mal vergleichen mit der Situation von 2015, dann werden Sie unschwer feststellen, dass es da doch einen gewissen Umbruch gegeben hat, eine Entwicklung. Also hier haben wir erstmal weniger Menschen, ja, wir haben viel mehr ältere Menschen, ja, wir haben viel mehr Grün, es gibt keine Provisorien mehr und man sieht auch schon etwas Kunst im Bau. Also Entwicklungen, die im Laufe von 30 Jahren doch dazu geführt haben, dass solche Plattenbausiedlungen, Großwohnsiedlungen durchaus eine Dynamik, eine interne Entwicklung genommen haben. Und es ist wert, sich die Entwicklung genau anzusehen, Vorzüge und Nachteile, Probleme, aber auch Gunstfaktoren genau herauszustellen. Ich habe Ihnen mal hier noch zwei Buchtitel mitgebracht von Kirschner und von Stumpe. Das sind zwei Fotografen, die jüngst jeweils ein tolles Buch veröffentlicht haben, ein Bildband, in dem sie, jeder hat ein Bildband veröffentlicht, in dem die Kollegen zeigen, wie die Entwicklung und wie die unterschiedlichen fotografischen Perspektiven den jeweiligen Zeitgeist wahrgenommen haben. Also mich als Soziologin interessieren die Menschen. Aber natürlich, wenn wir über städtebauliche Erbe reden, dann müssen wir uns auch die Architektur anschauen und fragen, kann das weg? Und wenn wir dieses Foto sehen, also einen Plattenbau, der unsaniert ist, in dem noch jemand wohnt, wie auch zu erkennen ist, aber der ist sicherlich nicht angetan, dann noch lange Zeit hier Bestand zu haben. Im Vergleich dazu können wir aber eine ganze Reihe von sanierten und umgebauten Baukörpern in den Großwohnsiedlungen feststellen, die sehr wohl wert sind, auch für die Zukunft erhalten zu werden und entsprechend der Bedingungen des Wohnungsmarktes auch genutzt und anerkannt zu werden. Ich möchte gerne jetzt darauf eingehen, dass Großwohnsiedlungen, Plattenbausiedlungen ein gesamtdeutsches Phänomen sind. Also bei weitem nicht nur in Ostdeutschland gab es die. Der einleitende Redner hat ja auch schon darauf verwiesen. Nach dem Großwohnsiedlungsbericht des Bundesministeriums für Bau 1994 wurde ausgewiesen, dass es in Ostdeutschland 144 Großwohnsiedlungen gibt und in Westdeutschland gibt es 95. Also schon doch auch eine bemerkenswerte Anzahl. Und aus den Fotos sehen Sie einen Schnappschuss von auf der einen Seite Leipzig-Grünau, meiner Heimatstadt, und von Berlin-Kropiusstadt. Und so unterschiedlich sind die Bilder gar nicht, nicht wahr? Wir haben diese kompakten Baustrukturen und wir haben das viele Grün mittlerweile in diesen Siedlungen, was ein Gunstfaktor ist. Was sind nun Großwohnsiedlungen? Großwohnsiedlungen sind Gebiete mit etwa 2500 Wohnungen, wobei diese Anzahl sehr differiert in den einzelnen großen Baustrukturen. Sie haben eine relativ einheitliche Bebauung, meist am Stadtrand gelegen, und sie sind weitgehend Mietwohnungsbestand. So, und jetzt kommt ein sehr wichtiger Unterschied zwischen der DDR und der Bundesrepublik Alt. In der DDR lebten etwa 23% der Bevölkerung in Großwohnsiedlungen. Und 12% der Bevölkerung lebte in Großwohnsiedlungen mit mindestens 10.000 Wohneinheiten. Also 10.000 Wohneinheiten, das ist schon gewaltig. Und in der DDR gab es auch Großwohnsiedlungen in kleinen und mittleren Städten. Das ist auch eine Besonderheit. Wichtig ist, dass also in der Bundesrepublik Alt nur 1,7% der Bevölkerung in Großwohnsiedlungen lebte. Und um mal ein paar Beispiele zu nennen, also die größte Großwohnsiedlung in Berlin ist Marzahn mit 50.000 Wohneinheiten und Leipzig-Grünau mit 38.000 und München-Perlach ist die größte in Westdeutschland mit 20.000 Wohneinheiten.
Es ist zu sagen, dass die Großwohnsiedlung also keine Erfindung der 60er oder 70er Jahre ist, sondern dass dieser durch industriellen Wohnungsbau entstandene Baukörper schon eine lange Tradition hat. Also die Großwohnsiedlungen blicken auf erste Entstehungen in den 1930er Jahren zurück und vor allen Dingen dann als Folge des Zweiten Weltkrieges ist sehr stark dieser Bau vorangetrieben worden. Und ich möchte auch noch kurz darauf verweisen, dass Großwohnsiedlungen, Plattenbaustrukturen in noch größerem Ausmaße in Osteuropa zu finden ist. Ja, also zum Beispiel in Tschechien leben 33% der Bevölkerung in Plattenbausiedlungen und in Polen leben 20%, 8 Millionen Menschen in Plattenbausiedlungen. Und wenn man noch weiter nach Osten geht, dann wird man noch mehr diese baulichen Strukturen finden. Also es ist durchaus ein Phänomen, eine Baustruktur, über die es sich lohnt, sehr ernsthaft sich Gedanken zu machen. Ich möchte Ihnen nun gerne etwas genauer die Entwicklung nahebringen, die Großwohnsiedlungen seit der Wende genommen haben. Also wir können sagen, dass es einen nichtlinearen Entwicklungsprozess gegeben hat. Seit 1990 dienen die Plattenbaugebiete in der öffentlichen Diskussion häufig als ein bauliches Symbol des untergegangenen Realsozialismus. Also sie werden häufig negativ etikettiert. Und ein Zeichen dafür war auch seit 1990 die massive Abwanderung. Damals kam das Stichwort der Schrumpfung auf. Und der Einwohnerverlust in den Großwohnsiedlungen, der massiv war, war darauf zurückzuführen, dass viele Menschen an Orte gehen mussten, um schlichtweg einen Arbeitsplatz oder einen Ausbildungsplatz zu finden, denn die Wirtschaft war ja im Osten zusammengebrochen. Aber viele Menschen zogen auch weg, um im suburbanen Umland ein Eigenheim zu bauen. Und man darf auch nicht vergessen, dass die Geburtenrate massiv eingebrochen war. Insofern ist also der Bevölkerungsbestand gerade in diesen Großwohnsiedlungen massiv zurückgegangen und Leerstand machte sich breit in einem Ausmaß, der bisher unbekannt war. Im Jahr 2000 hat es dann eine Expertenkommission gegeben unter der Leitung vom damaligen Bürgermeister in Leipzig, Lehmann Grube. Und diese Expertenkommission hat geschätzt, dass etwa 1 Million leere Wohnungen existieren. Und daraufhin ist dann ein Bund-Länder-Programm beschlossen worden, Stadtumbau Ost, in dem festgelegt wurde, dass 300.000 Wohnungen abzureißen seien. Das Programm Stadtumbau Ost hatte sowohl den Abriss in der Perspektive, aber auch Aufwertung, wobei aber der Hauptbestandteil im Abriss bestand. Also auf unsere heutige Frage hin, kann das denn weg? Die ist schon mal beantwortet worden, ja, zu einer gewissen Zeit. Ja, aber wir müssen auch sehen, dass ab 2012 etwa der Bevölkerungswachstum in großen Städten wieder begann. Durch ganz bestimmte Rahmenbedingungen war das befördert worden. Und für meine Heimatstadt, für Leipzig, führte das dazu, dass 2018 die damalige Baubürgermeisterin einen Abrissstopp verfügte. Und dann begann die Aufwertung. Ich möchte Ihnen jetzt gerne einige Impressionen aus meiner Heimatstadt zeigen, aus Leipzig und insbesondere aus der Großwohnsiedlung Grünau. Wie Sie sehen auf der Kartenskizze, Grünau liegt am westlichen Stadtrand von Leipzig und hatte 1985 38.000 Wohnungen und es lebten 85.000 Menschen dort. So, jetzt schauen wir uns mal die interne Gliederung an. Die Großwohnsiedlungen waren alle nach einem sogenannten Wohnkomplexsystem gegliedert. Und jeder Komplex hatte so seine eigenen Merkmale. Es waren also teilräumlich gegliederte Wohnstandorte in der Größenordnung zwischen 5.000 bis 10.000 Einwohner. Und im Kern hatte jeder Wohnkomplex Versorgungseinrichtungen, medizinische Einrichtungen, Kindertagesstätten und Schulen.
So, wenn man sich jetzt mal etwas genauer das heutige Bild der Siedlung Grünau anschaut, dann ist das bei Weitem nicht mehr nur durch ein monotones, graues Konglomerat charakterisiert, sondern wir sehen hier durch Umbau, durch Neubau sogar und durch Aufwertung und Sanierung interessante Baustrukturen, die durchaus durch Vielfalt und Diversität geprägt sind. Das soll also bedeuten, dass der reine Baukörper, der industrielle Baukörper, durchaus fähig ist, umgebaut zu werden und attraktive Wohnbedingungen dann zu liefern. Ich sagte ja, dass ich eine Stadtsoziologin bin, also im akademischen Bereich arbeite, und meine zentrale Perspektive ist die Fragestellung, wie sich denn die Bewohner in diesen Gebieten wohlfühlen. Also ich meine, wir können hier alle darüber unser Urteil fällen, wie gut oder wie schlecht die Lebensbedingungen in einem Plattenbaugebiet sind. Zentral oder zumindest als eine wichtige Perspektive in der ganzen Diskussion sind die Meinungen der Menschen, die vor Ort leben. Die müssen gefragt werden, ob sie denn dort sich wohlfühlen oder sich nicht wohlfühlen, ob sie weggehen möchten oder welche Probleme in ihrem Umfeld zu bewältigen sind. Und genau das mache ich seit, wie gesagt, fast 40 Jahren in einer sozialwissenschaftlichen Langzeitstudie, die 1979 begonnen hat. Damals war ich noch junge Assistentin und bei meiner Professorin konnte ich da das Handwerkszeug lernen. Bin aber bis 2020, also bis in die Gegenwart, dabei geblieben und habe diese Langzeitstudie seit 2000 auch persönlich verantwortet. Das heißt also, diese Studie ist eine Langzeitbeobachtung der Bedingungen des Wohnens in dieser Großwohnsiedlung Leipzig-Grünau aus Bewohnerperspektive. Da werden also Fragebögen verteilt, immer die gleichen Adressen angelaufen und so weiter. Das will ich jetzt im Einzelnen nicht erläutern. Kann alles nachgelesen werden, ist alles veröffentlicht. Wichtig ist aber, dass man damit ein einmaliges Panorama der Entwicklung eines Standortes vorweisen kann, der außerordentlich evidenzbasiert ist. Also wo die Ergebnisse, die Aussagen zu dem Standort aus der Perspektive der alltagsweltlichen Erlebnisse, Erfahrungen der Menschen vor Ort speist. Und das ist ein ganz wertvolles Material und wird auch sehr gerne von der Stadtverwaltung verwendet und fließt gegenwärtig ein in Stadtentwicklungskonzepte. Wenn man sich diese Entwicklung von Grünau genauer anschauen möchte, muss man natürlich die jeweiligen Kontextbedingungen immer im Blick haben. Und hier, Sie sehen auf dieser Grafik, dass 1976, im Juni 1976, der Grundstein für Leipzig-Grünau gelegt wurde. Und in 1979 haben wir damals mit der ersten Erhebung in Grünau unter den Bewohnern begonnen. Die Idee war damals nachzuvollziehen, wie Menschen, die in ein völlig neues Wohngebiet ziehen, wie sie damit umgehen, wie sie sich integrieren, wie sie mit den Bedingungen zurechtkommen und welche Defizite sie wahrnehmen und artikulieren. Ja, das ging dann weiter, 79, 81, 83, dann 87, dann kam die Wiedervereinigung 1990, wie wir alle wissen. Und damit waren auch jeweils unterschiedliche Einflussfaktoren, also Kontextbedingungen, verbunden. Und den Kontext muss man immer mit berücksichtigen, also den politischen und den städtebaulichen Kontext, hinsichtlich der Entwicklung und der Veränderung der Lebensbedingungen vor Ort. Wichtig ist zum Beispiel, dass vor der Wiedervereinigung in Deutschland die Eigentumsverhältnisse relativ klar strukturiert waren. Es gab Genossenschaften und es gab eben kommunales Eigentum. Aber dann kam eben die Privatisierung nach der Wende. Ja, und im Jahr 2020, in unserer letzten Erhebung, haben wir zum Beispiel 25 Wohnungsunternehmen festgestellt in dem Gebiet. 25 Wohnungsunternehmen. Und jedes Wohnungsunternehmen hat eine eigene Strategie. Und da haben wir das kommunale Wohnungsunternehmen und da haben wir die Genossenschaften, die sich um ihre Genossenschaftsmitglieder kümmern und die für sie da sind. Aber es gibt eben auch zahlreiche
private Unternehmen, die dort und nicht nur in Leipzig, sondern auch in anderen Standorten nicht immer eine rühmliche Rolle gespielt haben. Das hat bis zu Insolvenzen geführt und bis zu Bedingungen, die dann für die Bewohner nicht mehr zumutbar waren. Ja, das hat dann eben auch zu diesem Thema des Schrumpfens geführt, was ich schon erwähnt hatte nach 2000. Und eben dann auch zu der Notwendigkeit abzureisen. Und hier in Leipzig hat man 6.800 Wohnungen abgerissen, von ursprünglich mal 32.000. Ja. Also das muss alles mit in die Problematik und in die Bedingungen hinsichtlich der Entwicklung dieser Großwohnsiedlung mit bedacht werden. Ich will jetzt gar nicht von der Finanzkrise noch sprechen und von den Privatisierungsanstrengungen, die natürlich nicht funktioniert haben und so weiter. Es gibt viele Aspekte, die noch zusätzlich erwähnt und ausführlich diskutiert werden können, aber die will ich jetzt hier an der Stelle nicht noch weiter ausführen. Nur noch mal kurz zu der Grafik, die ja andeuten soll. Es gibt also diese Leerstands- und Abrissperspektive, mit der natürlich Menschen auch umgehen müssen, wenn in ihrer Nachbarschaft das Haus abgerissen wird oder wenn sie plötzlich die Information bekommen, ihr eigenes Haus wird abgerissen. Es wurde dann abgerissen, wenn mehr als 30% der Wohnungen leer standen und die noch drin gewohnt haben, mussten dann woanders hin. Das war ja nicht gerade freiwillig. Ja, also dann haben wir noch das Problem, was heißt Problem, sondern die Herausforderung der Fluchtmigration 2015/16. Kamen wieder viele Menschen in das Gebiet. Sie mussten neue Integrationsherausforderungen bewältigt werden. Ja, und die Corona-Krise haben wir ja alle seit 2020 noch in Erinnerung. Und wir wissen nicht, ob demnächst noch neue Herausforderungen auf uns zukommen. Auch wieder mit Migration, Energiekrise, Preise und so weiter und so fort. Also das gesamte Thema der Entwicklung von Großwohnsiedlungen ist ein Thema, was viele unterschiedliche Facetten hat. Jetzt möchte ich Ihnen gerne ein paar Ergebnisse der Studie zeigen, um mit Ihnen dann auch darüber zu diskutieren. Sie erinnern sich sicher an die beiden Fotos, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe, die jungen Menschen und dann auf dem anderen Bild die eher älteren Herrschaften. Und genau diese Entwicklung zeigt sich auch hier auf dieser Grafik. Sie sehen, 1979, der Anteil der älteren Herrschaften über 65 Jahre war sehr gering und es dominierten die jungen Familien. Ja. Und heute ist das Verhältnis völlig umgekehrt. Also die älteren Bewohner dominieren und der Anteil der Älteren wird weiter zunehmen. In diesem Zusammenhang ist auch interessant, dass die Frage der Einpersonenhaushalte steigt. Also das große Thema Einsamkeit und Isolation wird ein großes gesellschaftliches Thema werden, ist es schon, wird aber noch nicht so sonderlich in der gesellschaftlichen Debatte thematisiert, wird aber meiner Meinung nach sehr stark noch auf uns zurückschlagen. Und darauf müssen wir uns gut vorbereiten. Die nächste Folie zeigt den Ausbildungsabschluss. Also es wurde ja durchaus diskutiert nach der Wiedervereinigung. Ja, die vielen Menschen, die aus den Großwohnsiedlungen wegziehen, das sind vor allen Dingen die besser Gebildeten. Und zurückbleiben die weniger gut Gebildeten und vor allen Dingen auch die Niedrigeinkommensbezieher. Und das werden dann alles soziale Problemgebiete werden. Meine Ergebnisse zeigen, dass ich das nicht unterstreichen kann. Es zeigt sich, dass durchgängig in allen Erhebungen etwa ein Viertel der Befragten Hoch- und Fachschulabschluss ausweisen können. Das ist also bemerkenswert. Es ist also gerade unter dieser Gruppe eine hohe Sesshaftigkeit zu zeigen. Es ist aber auch notwendig zu betonen, dass es einen sehr engen Zusammenhang zwischen Alter und Ausbildungsabschluss gibt. Also diejenigen, die geblieben sind, sind die aus der Erstgeneration, Erstbeziehergeneration, die damals schon eben ein hohes Bildungsniveau hatten. Und die sind, die bestimmen jetzt den Anteil derjenigen, die einen hohen Ausbildungsabschluss noch haben. In der Tendenz ist es aber so, dass wir sehen, dass der Zuzug aktuell oder in jüngerer Vergangenheit bestimmt wird durch Geringverdiener und insofern auch soziale Fragestellungen zunehmend an Bedeutung gewinnen.
Das Problem wird dann akut, wenn diese besonderen oder ja, diese Bewohnergruppen mit eigenen Merkmalen räumlich konzentriert sind. Ja, und wenn damit eine sozialräumliche Ausdifferenzierung entsteht, das heißt also, dass in bestimmten Teilen der Großwohnsiedlungen nur Menschen mit sehr geringem Einkommen oder mit sehr geringer Ausbildung oder auch mit bestimmten Verhaltensweisen, die nicht unseren geteilten Normen entsprechen, sich konzentrieren, dann teilt sich so eine Siedlung. Und das ist die große Herausforderung, dem entgegenzuwirken. Und hier komme ich wieder auf das Thema der Eigentümer zu sprechen. Ich sagte vorhin, allein in Grünau haben wir 25 verschiedene Eigentümer festgestellt. Die Genossenschaften sind die traditionellen Versorger an Wohnraum, die für ihre Genossen, für ihre Mitglieder stehen und sich um sie kümmern. Und dort herrscht eine sehr große Zufriedenheit. Kleinere Wohnungsunternehmen privater Natur sanieren zum Teil sehr, sehr hochwertig, zum Teil luxuriös, sodass dort auch Wohnungsmieten erreicht werden, die den innerstädtischen Mieten gleich sind. Aber diese Gebiete werden dann auch eingezäunt und abgegrenzt. Auch da gibt es wieder eine Abgrenzung. Und dann haben wir auch Eigentümer, die sehr stark auf ihre Rendite und ihren Profit achten. Und denen ist im Grunde egal, wer reinzieht. Hauptsache, die Miete wird gezahlt. Und wenn die Miete von der Stadt bezahlt wird oder Kosten der Unterkunft übernommen werden und dort ballen sich dann Menschen, dann konzentrieren sich soziale Gruppen, die letzten Endes dazu führt, dass der soziale Frieden durchaus bestimmten Herausforderungen sich gegenüber sieht. Mal auf die Frage zu kommen, für Wohlfühlen in Grünau. Fühlen Sie sich in Grünau wohl, wurde gefragt. Und wir sehen hier, dass eine sehr hohe Zustimmung durchaus festzustellen ist und dass aber im Lauf der Zeit die Einschränkungen zunehmen. Eine ähnliche Fragestellung mit ähnlichen Antwortergebnissen, wie Sie sehen, auch in der Beantwortung der Fragen, also diese wellenartige Form, kam auf die Frage hin nach dem guten Freund. Würden Sie einem guten Freund raten, nach Grünau zu ziehen? Die erste Folie oder die vorherige Folie, die ich gezeigt habe, war diese Bewertung der eigenen Bedingungen, ja, des eigenen Wohlfühlens in der Wohnung, der eigenen Zufriedenheit. Und diese Frage bezieht sich auf einen guten Freund. Also man kann da absorbieren und man kann gut überlegen, welche Antwort man ihm gibt. Denn einem guten Freund, dem redet man ja in der Regel nichts Schlechtes. Ja, also insofern ist das ein sehr ehrlicher Indikator, wie der Wissenschaftler sagen würde. Und diese wellenförmigen Antworten spiegeln wieder diese historische Entwicklung wider. Sie sehen nach der Wende 92, 95 nur sehr geringe Zustimmung und danach steigt allmählich wieder die Zustimmung, weil auch investiert wurde und weil sich die Bedingungen verbessert haben. Aber hier gab es unter anderem auch häufig die Antwort, ja, ich würde einem guten Freund raten, zuzuziehen, aber nicht überall hin. Das heißt, man nimmt sehr genau wahr, dass sich innerhalb des Gebietes die Bedingungen ausdifferenzieren. Noch mal kurz zu den Gründen, was sehr besonders positiv herausgestellt wird hinsichtlich des Wohnens in der Großwohnsiedlung. Also das ist die Grünausstattung, die Verkehrsanbindung etc. Die negativen Bedingungen sind eher die mit sozialen Fragestellungen verbundenen. Und hier auch insbesondere die Aussagen zum Zusammenleben mit Migrantinnen wurden fast nur im negativen Kontext von sich gegeben. Das heißt also, die physisch-materiellen Bedingungen sind durchaus sehr positiv und werden anerkannt. Aber das soziale Miteinander steht vor großen Herausforderungen. So, kommen wir nun zum Ende. Kann das weg, das städtebauliche Erbe der DDR, diese Plattenbausiedlungen? Ja, an manchen Orten ja, sicher, nach wie vor. Ja.
aber an anderen eindeutig nein. Großwohnsiedlungen bringen sehr hohe Versorgungs- und Integrationsleistungen. Das muss immer sehr deutlich unterstrichen werden. Und es ist auch wichtig, dass von politischer Seite diese Anstrengungen nicht überstrapaziert werden. Sozial polarisierte Entwicklungen zwischen und innerhalb der Großwohnsiedlungen müssen gesteuert werden. Sie existieren, sie entwickeln sich weiter, aber sie müssen gesteuert werden. Ja, es bedarf der Vorbereitung auf den Generationenwechsel und die Absicherung der soziodemografischen Balance. Das heißt, nicht immer mehr Alte, sondern auch junge Menschen, junge Familien müssen so viel Attraktivität im Wohnen der Großwohnsiedlung finden, dass sie zuziehen. Und hier spielen sicher auch migrantische Familien eine nicht zu unterschätzende Rolle. Und hier möchte ich insbesondere auch darauf aufmerksam machen, dass man sich um Haushalte mit Kindern und Jugendlichen verstärkt kümmern muss oder überhaupt kümmern muss. Es wird sehr stark immer die Perspektive auf die älteren Bewohner gerichtet, aber auch diejenigen im jüngeren Lebensalter, die brauchen entsprechende Beachtung. Wichtig ist, dass Großwohnsiedlungen immer in den städtischen Kontext einbezogen werden müssen, in den stadtpolitischen Kontext. Ja, sie sind ein wichtiger Bestandteil der Städte. In den Großstädten rufen wir nach immer mehr Wohnraum, aber wir wissen auch, Sachsen können wir sicher mit ganz konkreten Beispielen aufwarten, dass in den Mittel- und Kleinstädten sehr, sehr viel Wohnraum leer steht, und gerade auch in Plattenbausiedlungen, und dass es dort weiteren Abriss gibt. Ja, also die Abwanderung in Sachsen geht voran, sicher auch in anderen Gebieten. So, und um dieser differenzierten Perspektive nun abschließend noch einmal ganz bewusst das Wort zu reden, ist es sehr wichtig, dass wir respektvoll mit Großwohnsiedlungen und vor allen Dingen den Bewohnerinnen und Bewohnern vor Ort umgehen. Es gibt keinen Grund zur Stigmatisierung, sondern diese Wohnstandorte werden gebraucht. Und es gibt sehr viele positive Bedingungen. Es gibt natürlich auch kritische Perspektiven. Und die müssen benannt werden und die müssen angegangen werden. Aber es gibt keinen Grund dafür, dass man sich von diesen Großwohnsiedlungen generell abwendet und dass man sagen kann, die brauchen wir nicht mehr, die können weg. Das ist mein Plädoyer und ich werde auch weiter in diese Richtung arbeiten und immer wieder dafür Argumente suchen, dass man dieses Thema mit genügend Respekt und mit vernünftigen Argumenten des Für und Widers betrachtet. Wenn Sie nachlesen möchten, gibt es dieses wunderbare Buch Großwohnsiedlungen im Haltbarkeitscheck, das ich mit meinen Kollegen herausgegeben habe 2018. Und dort werden Sie noch wesentlich detailliertere Analyseergebnisse vorfinden. Vielen Dank. Vielen Dank Ihnen, Frau Professor Kawisch. Und dann darf ich Sie gleich zu uns bitten, zu unserer Diskussion. Und ich darf meine Mitdiskutanten hier zu mir, zu uns auf die Bühne bitten. Genau. Und auch gleich vorstellen, Frau Professor Annette Zinsmeister, derzeit Professorin für Gestaltung und Entwerfen an der Frankfurt University of Applied Science, zuvor an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart und der Kunsthochschule Berlin-Weißensee. Frau Professor Zinsmeister hat sich mit ganz faszinierenden Installationen dem Thema Plattenbauten genähert, aus einer künstlerisch-architektonischen Perspektive, sehr schön anzusehen, sehr faszinierend anzusehen. Und ich bin gespannt, wie Ihre Sicht auf die Plattenbauten ist. Und ich freue mich sehr, dass Rainer Eichhorn zu uns gekommen ist, Architekt und langjähriger Oberbürgermeister der Stadt Zwickau, vielfach geehrt und ausgezeichnet, unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz sowie der Ehrenbürgerwürde seiner Heimatstadt, für seine, ich darf zitieren, herausragende politische Rolle in der Wendezeit und seine Verdienste um die Entwicklung Zwickaus zu einer lebendigen und attraktiven Stadt. Und natürlich Frau Professor Kawisch, von der wir ja gerade gehört haben. Ich würde ganz gerne anfangen mit der Diskussion, wo Sie, Frau Professor Kawisch, aufgehört haben, dem differenzierten Blick auf diese Großwohnsiedlungen, wie Sie sie genannt haben.
Sie hören ja unschwer, dass ich aus dem Westen komme, aus dem Südwesten sogar, an meinem Akzent. Deswegen finde ich es ganz faszinierend, dass Soziologen in der DDR ja auch eher von Neubau damals geredet haben, als diese Großwohnsiedlungen. Wir reden jetzt ja drüber, Sie haben es schon erwähnt, dass wir sehr viel Wohnraum brauchen. Die neue Bauministerin Klara Geiwitz soll 400.000 Wohnungen schaffen pro Jahr. Deswegen die Frage an Sie alle, was würden Sie ihr denn raten? Soll sie Großwohnsiedlungen bauen, Frau Professor Zinsmeister? Also ich weiß nicht, ob ich hier so viel raten kann, aber ich denke, dass wir gerade, auch wie Frau Kabisch gesagt hat, wir können unheimlich viel lernen. Und man kann eben auch aus den Großwohnsiedlungen auch viele positive Sachen sehen und ziehen und dann auch überlegen, wie kann ich mit den Potenzialen arbeiten, aber was sind die Probleme und wie kann ich die lösen? Also genau dieser differenzierte und respektvolle Blick, ich kann mich da nur anschließen, ist total wichtig. Und das, im Prinzip bieten die Großwohnsiedlungen natürlich das, was uns allen heute fehlt, nämlich bezahlbarer Wohnraum. Und was ich halt wichtig fände, ist, dass wir, und ich glaube, das ist die wichtigste Planungsaufgabe heute, Nachhaltigkeit, günstigen Wohnraum, also auch wirtschaftlich zu bauen und das noch mit einer Lebensqualität zu verbinden, das ist, glaube ich, die planerische Herausforderung, die wir heute uns stellen müssen und die ist nicht einfach zu lösen. Mhm. Herr Eichhorn, Sie haben sehr viel gebaut in Zwickau, auch nach der Wende, auch andere Formen, aber auch vor der Wende als Architekt. Was würden Sie, Frau Geiwitz, der Ministerin, raten? 400.000 Wohnungen, ganz schön viel mit Großraum, also... Also ich denke, als erstes müssten wir den Rahmen, das städtebauliche Erbe der DDR ist ja weiter gefasst als nur die Plattenbausiedlung. Mm. Deshalb würde ich da in der Folge gern noch was dazu sagen. Kommen wir gleich noch drauf. Nicht ja, genau. Zu dieser Frage. Aber erstens ist die Bauhoheit nun mal in den Ländern und in den Kommunen. Das ist auch der gut Praktiker. So. Und das ist auch gut so. Wir haben zu viel staatlich verordnetes Gebaute in der DDR erlebt. Und ich denke, das muss sich nicht automatisch wiederholen. Mhm. Dass die Bundesregierung mit ihrer Finanzkraft, die sie für diese wichtige Aufgabe einsetzt, die Länder in die Lage versetzt, städtebaulich gute Architektur zu bauen. Und zwar allen Dingen möglichst nicht den Fehler zu machen, wie können wir als erstes mal aus den Innenstädten rausgehen und draußen was bauen. Und dann gucken wir mal, was inzwischen in den Innenstädten passiert ist. Ich denke, wir müssen für eine gute soziale Durchmischung sorgen. Und wenn Geld kommt für neue Bauten, muss das auch der Urbanisierung dienen und auch auf Leerstellen, die eine Verdichtung vertragen, in den Innenstädten mit eingesetzt werden, um tatsächlich ÖPNV zu reduzieren oder wirtschaftlicher zu machen und Ver- und Entsorgung nicht, wie wir das in den letzten Zeiten hatten und vor allen Dingen in Zeiten des Rückbaus, wo wir viele, viele Leitungen umsonst in der Erde verlegt hatten. Mm. Und nur das als Argument zu nehmen. Wir haben die Leitungen alle zurückgebaut, weil wir da einmal Fernwärmeleitungen, Abwasserleitungen und Wasserleitungen haben, nicht wieder an den Rand der Stadt ohne Not bauen. Weil die Gefahr, das haben wir von dem Vortrag aus Leipzig-Grünau gehört, dass dann auch eine gewisse Ghettoisierung ganz schnell eintritt. Ich weiß, wovon ich rede. Ja, das habe ich aber nicht gesagt. Nach dem Weggang der Leute durch den Arbeitsplätzen hinterher in den Westen, durch den Rückgang der Geburtenquote, also sprich kleinere Bedarfe. Und dann die Frage, wen bringen wir in die Räumlichkeit hinein? War die erste Idee, dann nehmen wir die Russlanddeutschen hinein. Auch wieder ein erster Schritt für Ghettoisierung. Und in 1617 habe ich es wieder erlebt, wen bringen wir in die Leerstände hinein? Die Asylbewerber. Und jetzt ist natürlich die erste Idee, wo steht was frei, dann nehmen wir die Ukrainer dorthin. Ich warne davor, dass wir die dringenden Durchmischungen, die wir brauchen, um Integration wirklich zu erreichen, nicht wieder schon durch die gebaute Umwelt provozieren. Mhm. Frau Professor Kabisch, auch an Sie die Frage, was würden Sie der Bauministerin raten? Ja, also ich würde der Bauministerin erstmal ins Stammbuch schreiben, dass ihr Ministerium heißt Ministerium für Wohnen, Wohnungsbau, Städtebau und Städtebau und Dritter?
Noch ein drittes. Nee, verkehrt sind nicht. Gut, okay, aber was wollen Sie also, genau, und Stadtentwicklung. Ja, Stadtentwicklung, okay. Städtebau, also drei Punkte. Und genau in dieser Dreieinigkeit, in dieser Perspektive, alle drei Dimensionen zusammenzudenken, das ist wichtig. Also nicht bloß ums Wohnen und den Wohnungsbau geht es, sondern eben auch um Urbanisierung, um gesamtstädtische Entwicklung, um infrastrukturelle Entwicklung. Um nachhaltige Entwicklung in dem Sinne, im großen, ja, also als großes Ziel. Aber ich muss jetzt noch einmal kurz nachfragen. Also es muss jetzt ja schnell gehen. Also Sie sagen, klar, es muss auch in den Innenstädten gebaut werden, Nachverdichtung, alles. Wenn es jetzt wirklich schnell gehen muss, also sagen wir mal diese Prämisse der Schnelligkeit, dann bleibt doch eigentlich nur noch serieller Bau, oder? Aber das wird ja auch gemacht. Es wird ja schon seriell gebaut. Zum Beispiel in Erfurt gibt es ein Werk für serielle Bauteile, das vor nicht allzu langer Zeit eröffnet worden ist, ja. Und es gibt es in München, es gibt in Berlin verschiedene Ansätze. Natürlich ist die Fragestellung, früher nannte man es Plattenbaugebiet oder Großwohnsiedlung und heute werden es serielle Baustrukturen sein. Das große Thema ist doch, in welcher Größenordnung, also in welcher Massierung wird das gebaut, also dass es überschaubar ist und dass eine Urbanität überhaupt entstehen kann und dass man auch Freizeitmöglichkeiten, Grünstrukturen, Versorgungsmöglichkeiten, gute Verkehrsverbindungen, Arbeitsplätze, alles miteinander zusammenbringen kann. Das ist das Entscheidende. Nicht, dass jetzt auf Teufel komm raus gebaut wird wie verrückt, Wohnungen, ja, sondern dass man, deshalb betone ich eben diese Stadtentwicklung, nicht nur Wohnungsbau, sondern Stadtentwicklung oder Quartiersentwicklung, das muss in den Blick genommen werden. Und da ist das serielle Bauen natürlich eine Möglichkeit in Großstädten. Das möchte ich immer noch betonen. Ja, wir müssen noch sehen, was in Kleinstädten passiert. Da ist nämlich eine ganz andere Problematik. Genau, aber lassen Sie uns mal bei den Großstädten bleiben, weil Sie ja auch überzeugend dargestellt haben, dass die Menschen momentan einen sehr starken Drang haben, in die Großstadt zu gehen. Gibt es eine optimale Größe, Herr Eichhorn, die Sie empfehlen würden? Nein, ich denke, die Entscheidung wird immer der Bürger mit den Füßen treffen. Mhm. Wo gehe ich hin, in welche Stadt? Und da gibt es erste gute Ergebnisse, da gehört Leipzig dazu, dass die Attraktivität aus Wohn-, Dienstleistung, Wohnumgebung, Grün und so gut ist, dass dort der Zuzug größer wird. Es Klein- und Mittelstädten aufzupfropfen, ihr müsst jetzt Wohnungen bauen, wenn die Bevölkerung das nicht annehmen will, ist sicherlich nicht der richtige Weg. Dann ist der richtige Weg, die Attraktivität, Arbeitsplätze und das Wohnumfeld alles so zu gestalten. Und deshalb kann man das nicht nach Einwohnerzahlen richten, sondern einfach ist diese Stadt auf dem Wege, attraktiv wieder zu werden. Dann kann sie auch mit Wohnungsbau in dieser Aktion bedacht werden, weil dann auch der Bedarf echt da ist. Mhm. Frau Professor Zinsmeister, auf Ihren Streifzügen durch, ich sage jetzt mal ein bisschen provokant, die Platte, wie waren da Ihre Erlebnisse? Also jetzt wirklich dieser westdeutsche Blick auf die Platte. Ja, also ich bin ja 1990 nach Berlin gekommen und habe hier Architektur studiert und das war insofern natürlich schon eine besondere Begegnung und ich habe auch als erstes städtebauliches Projekt die Plattenbausiedlung Lichtenberg im Studium bekommen und das war natürlich besonders spannend, auch da zu erleben, mit welchen unterschiedlichen Perspektiven man eigentlich in so eine Siedlung kommt. Meine Freundin ist aus Riga, die mit mir studiert hat, die hat sich sofort zu Hause gefühlt und hat gesagt, das ist für sie Heimat, obwohl Riga ein anderes Land ist, ja, aber es ist eben in Lichtenberg passiert und da fand ich auch zum Beispiel interessant, und es ist eine ganz andere Reaktion, wie zum Beispiel junge Menschen, die in Einfamilienhaussiedlungen groß geworden sind, die natürlich dazu keinen Bezug haben und auch aus dem Westen natürlich mit einer gewissen Stigmatisierung oft in der Idee, weil wir hatten der frühen Westen halt auch ein Problem, weil sich eben diese soziale Durchmischung da nicht so gut war, wie eben, also es gab eben Brennpunkte oft in den Großsiedlungen, das war eben in der ehemaligen DDR ganz anders, weil da war von vornherein so eine Durchmischung da und dadurch war die Akzeptanz eine andere und mit diesen unterschiedlichen Perspektiven geht man natürlich auch dann planerisch auf diese Plattenbausiedlungen zu und auch damit um. Also deswegen auch
meine Faszination oder mein Engagement für den Plattenbau, damit so lange auch zu arbeiten, kam deswegen, weil mich auch gestört hat, dass eben dieses Schwarz-Weiß-Denken so ausgeprägt war. Und ich einfach gesagt habe, das ist sozusagen ein Phänomen und wir müssen eben mit Respekt für die Bewohner, die sich dort auch beheimatet fühlen, die sehr viele sind, umgehen und eben auch mit der Architektur des Plattenbaus und zu gucken, was kann der eigentlich und nicht nur, was kann er nicht. Mhm. Frau Professor Kabisch, Sie haben es ja gezeigt in Ihren Grafiken, dass diese Wellenbewegung, dass eben in den 90er Jahren es besonders schlecht eigentlich war, die Zustimmung zu den Plattenbauten oder Menschen, die dort gewohnt haben und dann zunahm. Wo würden Sie denn sagen, war dieser entscheidende Bruch? Hat es tatsächlich mit dem Wohnungsmangel zu tun, der dann jetzt in den letzten Jahren immer virulenter wurde, dass die Menschen dann sagten, ich bin doch ganz gern hier in diesen Siedlungen oder gibt es da einen anderen Grund dafür? Ja, zunächst möchte ich gerne mich erst noch mal korrigieren und entschuldigen bei der Bauministerin. Also das heißt Ministerium für Wohnen, Bauen und Stadtentwicklung. Ja, also diese drei Aspekte. Ja. Das ist ganz wichtig, dass wir das im Blick haben. Und jetzt auf Ihre Frage hin. Nach der Wende sind ja viele Menschen, das hatte ich ja schon erläutert, aufgrund ganz bestimmter Rahmenbedingungen weggegangen. Ja, das ist das eine. Und zum anderen auch die absolute Stigmatisierung und des Betrachtens der Großwohnsiedlung als sozusagen Symbol des gebauten DDR-ideologischen Verständnisses. Mhm. Ja. Also mit sozialistischer Lebensweise und sozialistischer Stadtentwicklung und so weiter. Ja. Und das ist nebenbei bemerkt auch durchaus durch die Medien entsprechend dann auch durchaus gepusht worden. Ja. Aber nichtsdestotrotz, viele sind gegangen und in meinem Fall Leipzig-Grünau hat etwa 50% der Einwohner verloren, von 85.000 auf heute 45.000, also bis runter auf 40.000. In den letzten Jahren ist es wieder gestiegen. Also das war schon dramatisch, ja. Deshalb musste dann auch so viel abgerissen werden und unter anderem gab es auch große Probleme mit den Infrastrukturleitungen, wie der Herr Reinhardt gesagt hat. Ja. Also das muss alles betrachtet werden und muss auch im Hinblick auf Entwicklungschancen und Potenziale gesehen werden. Und nachdem also so eine Art Tiefsohle erreicht war, gab es ja dieses Stadtentwicklungsprogramm Stadt und Bau Ost, was ich auch schon erwähnt hätte, einerseits mit dem Abriss, aber andererseits auch mit der Aufwertung. Also das bestand dann darin, dass ein Kernraum aufgewertet werden sollte, Bestand haben sollte und die Randbereiche sollten alle abgerissen werden. Das ist nicht umgesetzt worden aufgrund der unterschiedlichen Eigentümerstrukturen. Aber nichtsdestotrotz, es hat dann massive Investitionen gegeben durch Programme von Land, vom Bund, von der EU. Und eine ganze Reihe von Eigentümern haben da natürlich auch ihre Chance entdeckt, da in, heute nennen wir das Betongold, zu investieren. Ne? So, also das eben nach einer gewissen Zeit des Niedergangs auch ein gewisser neuer Attraktivitätsgewinn erkennbar war. Und wir dürfen nicht vergessen, dass natürlich die Mietpreise auch eine Rolle spielen. Mhm. Ja, dort war also durchaus noch bezahlbarer Wohnraum vorhanden, der insbesondere für die Familien, die dann eben auch kamen, die größer waren, ob nun das Russlanddeutsche waren oder andere migrantische Gruppen, ja, die eben diesen vorhandenen Wohnraum dann angenommen haben. Ja. Also das hat alles bestimmte Rahmenbedingungen, Kontextbedingungen, die dazu geführt haben, dass es dann wieder einen Aufschwung gab. Aber insgesamt, als letzter Satz noch dazu, muss man sagen, dass in meinem Fall und auch in vielen anderen Großstädten, die so wirtschaftlich prosperierend sind, wie wir das heute sagen, oder auch die Universitätsstädte, die Städte an Bevölkerung gewonnen haben und der bezahlbare Wohnraum immer geringer wurde. Also der bezahlbare Wohnraum, attraktiver Wohnraum in den Innenstädten. Und dann triggerte das down, so wie das so schön im Akademischen heißt. Dann haben auch die Gebiete, in diesem Fall die Plattenbaugebiete, wieder Gewinne zu verzeichnen. Ja, also das sind auch rein marktwirtschaftliche Entwicklungen, die da mit eine Rolle spielen. Mhm. Ja, ich hatte bei Ihnen in Zwickau, da tritt man der Stadt, glaube ich, nicht zu nahe, wenn man sagt, es ist keine Großstadt, sondern eher eine Mittelstadt. Wie sieht es bei Ihnen aus über diese 30 Jahre hinweg? Wie waren da die Bewegungen? Also rein statistisch gesehen, wir starteten mit 119.000 Einwohnern als Großstadt und sind jetzt um die 90.000. Wir haben natürlich die Bewegungen gehabt,
Aber für das reine Attraktivitätssteigern der Plattenbausiedlungen kommt natürlich auch ganz objektiv natürlich eine Qualitätsverbesserung. Mhm. Die meisten der Großvermieter oder Genossenschaften hatten 2000 fortfolgend schon einen hohen Bestand an sanierten Wohnungen. Mhm. Sie haben auch die Missstände aus DDR-Zeiten, also beispielsweise, das wissen ja viele nicht, Einrohrheizungen, wo man also nicht ordnungsgemäß regeln konnte, sondern da die Energie ja nicht so teuer war, hat man eben mit Fenster auf mehr geheizt als mit Regulierungssystemen, die gar nicht richtig funktionierten. Inzwischen war auch die Erkenntnis gereift, dass die oberen Wohngeschosse, die nicht bewohnt waren, in vielen Stellen von den Großvermietern abgerissen werden könnten. Ich habe selber das Glück gehabt, als Geschäftsführer eines Planungsbüros von 2001, also nach dem Amt in Chemnitz, Freiberg, Dresden, Berlin und Erfurt, mir ein gutes Bild über den Status des Wohnungsbaus machen zu können. Also da, wo viergeschossiger Wohnungsbau nur war, ohne Fahrstuhl, war er attraktiver als Wohnungsbau, den man ab 1970 dann gemacht hat, fünf Geschosse und am Schluss sogar sechs Geschosse. Mhm. Das kann weder die älter werdende Oma noch die junge Mutti sich leisten, in den sechsten Stock mit schweren Taschen zu laufen. Das war einfach eine Schwierigkeit. Ja, ja. Aber das ist weggenommen. Wird eine junge Familie heutzutage bei Ihnen in Zwickau sich überlegen, in seriellen Bau zu ziehen? Wenn die Umfeldbedingungen stimmen und das Umfeld ist so, dann werden Sie, die Untersuchungen zeigen das auch, wir sind mit unserem Umfeld zufrieden, wir wollen hier bleiben. Uns stört aber eben, dass da noch lange Zeit die leeren 5. und 6. Geschoss war. Mhm. Wenn die weg ist, jetzt sind wir mehr zufrieden. Das haben wir in Chemnitz erlebt, das haben wir in anderen Städten auch erlebt. Und ich denke, dadurch ist vor allen Dingen in der älteren Generation der Erstbezüge eine hohe Attraktivität. Und durchaus für jüngere Leute, die jetzt nicht eine Wohnung für die nächsten 30 Jahre suchen, auch durchaus, wenn Studium oder Arbeitsplatz es bieten, das eine preiswerte Alternative. Ja. Ich würde da gerne anschließen für die Berliner Perspektive, weil diese 90er Jahre von diesem eher negativen Blickwinkel, es hat sich ja bis zu den 2000er Jahren total geändert. Die Platte ist ja richtig hip geworden. Mhm. Und es hatte auch damit zu tun, weil die Wohnbaugesellschaften da auch eine unglaubliche Arbeit geleistet haben in der Imageverbesserung oder auch eigentlich sozusagen auch an junge Leute heranzutreten. Also ich habe zum Beispiel ein Memory gemacht zu Plattenbauten und anderen modularen Utopien. Oder es gab eben Plattenbauquartett, es gab die Faltplatte. Also wir waren so eine kleine Gemeinschaft auch, die solche Produkte auch herausgebracht haben. Die waren eben cool, die waren anders. Und man hat plötzlich auch gemerkt, man kann auf die Platte ganz anders spielerisch gucken und eben nicht mit diesem einen vorgeformten Blick. Und die Wohnbaugesellschaften damals, mein erster Wettbewerb, den ich gewonnen habe zum Thema Plattenbau, war Bäder und Küchen für die Platte in Berlin. Den hatte die Wohnbaugesellschaft Marzahn ausgelobt. Da war ich noch Studentin, ich habe den damals gewonnen. Und es war so eine Initiativzündung für die Bewohner in den Plattenbauern zu sagen, guck mal, hier gibt es neue, junge, frische Lösungen. Man kann vielleicht auch selbst an Hand anlegen und beginnen mit Individualisierungen im Plattenbau, weil alle hatten ja die gleichen Küchen und die gleichen Bäder und dass da auch Möglichkeit gibt, eigene Wünsche zu realisieren. Und da gab es viele Initiativen. Die Wohnbaugesellschaft Mitte war unglaublich aktiv. Die hat ja diese ganze Filmreihe gemacht, die heute noch im Web, bei YouTube zu sehen ist. Also da ist unglaublich viel gemacht worden, auch mit diesem positiven Effekt, dass man eigentlich überhaupt gar nicht mehr eine Plattenbauwohnung, also zumindest in Berlin war Mangelware, außer die Randbezirke, die waren natürlich mäßig attraktiv, weil Marzahn, Hellersdorf schien halt einfach zu weit außerhalb. Hat sich aber auch geändert. Hat sich inzwischen auch geändert. Ja, ich wohne da ja auch. Ja. Ich würde gerne noch ergänzen zu Ihre Frage, wie macht man auch Wohnungen für junge Leute attraktiv? Ja? Es ist auch eine Frage des Marktes. Und wenn Sie sechs Geschosse nach wie vor haben, haben wir noch einen Grüner ohne Aufzug. Ja?
Naja, die muss man dann eben preiswerter vermieten, zum Beispiel für Studierende oder für WGs. Und das ist durchaus eine Strategie, die auch angenommen wird. Ja. Und dann möchte ich gerne noch auf ein anderes Phänomen aufmerksam machen, was wir entdeckt haben. Wir haben sozusagen Rückziehende entdeckt. Das sind junge Menschen. Die haben als Kind mal mit ihren Familien in der Platte gewohnt, ja, und sind dann weggegangen, als sie dann alt genug waren, um zur Ausbildung zu gehen oder eine eigene Familie zu gründen, woanders. Und die kommen nach einer gewissen Zeit wieder zurück, ja, in die Nähe ihrer Eltern. Nicht in die gleiche Wohnung logischerweise, sondern in die Nähe, weil sie sich dann gegenseitig unterstützen. Ja, es entstehen dann Netzwerke. Die Jungen helfen den Alten und die Alten helfen auch den Jungen, also Oma und Enkel. Ne? Mhm. Und es gibt sogar Initiativen von einigen Wohnungsunternehmen, die machen Werbung damit, bringt eure Kinder zurück oder holt eure Kinder zurück. Mhm. Ja, ihr bekommt dann gute oder entsprechende Wohnungen in der Nähe eurer eigenen Wohnung. Also es gibt da schon clevere Überlegungen dahingehend, dass eben auch jüngere Familien und ganz junge Wohnungssuchende sich in der Platte umschauen. Ich würde gerne ein Stück nochmal zurücktreten, weg von der Platte auch ein bisschen und eine andere Frage ein paar Minuten mit Ihnen diskutieren, nämlich und zwar das Thema der sozialistischen Stadt, das ja auch in der Einführung kurz kam. Was bedeutet es denn für Sie sozialistische Stadt? Darf ich Sie da einfach mal fragen, was Ihnen da... Also die sozialistische Stadt war natürlich als Begriff eine Zielfunktion, wie manches andere, die sozialistische Menschengemeinschaft oder unser Ziel ist die allseits entwickelte sozialistische Persönlichkeit. Viele solcher Papierphrasen sind eben auch dann mit Negativen besetzt. Und ich denke, die sozialistische Stadt ist schon immer, bis auf einige wenige, richtige neue Städte. Wie Hoyerswerda oder eben die Großwohngebiete wie Grünau oder Halle. Halle. Und in vielen großen Städten gibt es das, die schon ein separates, wie eine kleine Stadt sind, schon von der Größenordnung her. Aber die Stadt war eigentlich immer eine Mischung. Und die Stadt war eigentlich auch in der DDR-Zeit eine Mischung aus durchaus gelungenen Bauten in der unmittelbaren Nachkriegszeit, wo auch Maßstäblichkeit und wertvolle Architektur gepflegt wurde und auch einzelne, also wertvolle Solitärgebäude, die heute zu Recht unter Denkmalschutz stehen. Das gehört auch zu diesem gebauten Erbe und damit auch zur sozialistischen Stadt. Und es gehört auch dazu, die ersten Wohnungsbauten in den 60er Jahren, die vergleichbar waren mit den Wohnungssiedlungen im Westen, habe ich mir angeschaut, auch wenn die Grundrisse mitunter kleiner waren. Aber die waren sowohl in den Stadtrandgebieten, also in Stadtzentrumsnähe, als auch an der Grenze zu Dörfern und hatten deshalb eine wertvolle Funktion, weil sie auch schnell begrünt waren. Am Anfang war dort überall alles Schlamm, aber die waren durchaus attraktiv und gehören heute zu dieser sozialistischen Stadt auch dazu. Und kein Mensch würde sich vorstellen, dass er das abreißt. Der Plattenbau ist ein Segment. Aber was ganz wichtig ist und was ein bisschen vergessen wird, die Armut der DDR, die Gründerzeitviertel zu sanieren, das bezeichne ich heute als ein Erbe, ein durchaus gutes Erbe. Denn wenn es alles zerfallen wäre oder wenn man es weggerissen hätte, könnten wir heute nicht in unseren Innenstädten mit so viel wertvoller, sanierter Bebauung glänzen. Das ist auch ein Stück Erbe. Das ist sozialistische Stadt. Sie hat es liegen gelassen, weil sie zu schwach war. Und nicht umsonst. Damit es dann hinterher schön gemacht wird. Ja, nicht umsonst hieß ja dann das Motto der sozialistischen Wohnungsbaubetriebe spöttisch: Ruinen schaffen ohne Waffen. Aber selbst das haben sie nicht überall geschafft. Und darüber bin ich ganz froh, dass wir 1990 gerade last minute viele solcher Substanzen, die aus zugegebenen, überkommenen Gesellschaftsordnungen herrührten, mit aufbauen konnten und dass uns das alles in dieser Gesamtheit den Reichtum der heute vorhandenen Stadt bildet. Also der Fokus nur auf die Platte und das noch vielleicht mit verächtlichen Untertönen von einigen daran Interessierten,
scheint mir wirklich zu wenig zu sein. Aber es ist ein interessanter Punkt, den Sie erwähnen. Ich komme aus Heilbronn in Süddeutschland und da wurden in der Tat in den 50er, 60er Jahren während des Wirtschaftswunders genau diese Häuser abgerissen zugunsten von wirklich gesichtslosen Neubauten, die also heute wirklich gar niemand mehr will, in der Tat. Aber es war gerade so kurz vor, bevor sie wirklich eingefallen sind. Also viel mehr Jahre hätten sie nicht mehr. Es hätte nicht länger sein dürfen. Gut, in Ordnung. Sozialistische Stadt, Frau Professor Zinsmeister, was verbinden Sie damit? Ja, für mich ist es eigentlich eher ein Leitbild und ein Idealstadtmodell. Man könnte auch sagen, eine Utopie. Und wie wir aus der Utopiegeschichte wissen, wird es immer problematisch mit utopischen Visionen, wenn sie dann ihre bauliche Verwirklichung antreten. Und deswegen, Hoyerswerda wurde schon genannt. Es gibt ja die bekannte Frage von Brigitte Reimann: Im Angesicht des fertiggestellten Hoyerswerda, kann man in Hoyerswerda küssen? Mm. Und auch ihr Buch, ihr Roman Franziska Linkerhand ist ja wirklich ein literarisches Denkmal, könnte man fast sagen, das genau mit dieser Diskrepanz sich beschäftigt, nämlich diesem Anspruch an eine bessere Gesellschaft in einem baulichen Kontext und dann, wenn man diese gebaute Vision dann sieht, dann ist das Versprechen nicht so eingelöst oder fühlt sich nicht so an, dass man dann meint, das Leben so leben zu können, wie man es eigentlich gerne würde. Ich kläre sofort, Frau Professor Kabisch, wollte ich noch fragen nach Ihren Gedanken zum Thema sozialistische Stadt. Ja, ich hatte eine ähnliche Antwort auf den Lippen, also eine Utopie, eine tolle Idee. Aber natürlich auch mit einigen rationalen Überlegungen, die heute durchaus wieder auf der Tagesordnung stehen. Also Grundeigentum sollte abgeschafft werden oder war abgeschafft worden. Oder das Verhindern von sozialer Segregation. Mhm. Also so wie es heute sagen, früher haben wir gesagt, also die sozialen Unterschiede zwischen Klassen und Schichten sollten aufgehoben werden. Das ist ja nichts anderes als soziale Segregation heute. Ja. Da kämpfen wir ganz massiv. Wir kämpfen heute gegen Segregation, wir kämpfen heute gegen Gentrifizierung und so weiter. Alles diese modernen Begrifflichkeiten, die gewisse Ursprünge auch haben, wenn man so will, ja, aus diesem Gedankengut. Aber das macht natürlich noch keine Stadt aus, solche Ideen, die gut und richtig sind oder wert sind zumindest, dass man sich daran erinnert und mit denen man umgeht. Aber sie müssen immer auch in einen gesamtgesellschaftlichen Kontext eingebunden werden. Ja? Und das nicht zuletzt hinsichtlich der wirtschaftlichen Bedingungen konnte das ja nicht realisiert werden. Ja? Und bestimmte Ideen so vom sozialistischen Menschen, der dann nun in der Großwohnsiedlung dann entstehen sollte, weil nun der Professor oder der Arzt neben dem Arbeiter gelebt hat, was im Übrigen durchaus manchmal der Fall war, ja, macht noch keinen sozialistischen Menschen oder noch keine sozialistische Persönlichkeit, sondern war eben auch aus der Not damals heraus geboren. Und man muss auch zugestehen, in der damaligen Zeit, in Ermangelung von Alternativen, gab es eben viele, die eben gerne dorthin gezogen sind und glücklich waren und dort auch viele aus der Erstgeneration dort geblieben sind. Das ist ihre Heimat, ja, ihr Zuhause. Und deshalb eben auch diese Frage des respektvollen Umgangs miteinander. Ohne natürlich die kritischen Perspektiven zu vergessen oder zu verschweigen, ja, sondern aber immer mit einem fairen Herangehen, wenn man solche Wohnbedingungen bewerten will und wenn man auch über die sogenannte sozialistische Stadt, die es meines Erachtens nirgendwo gegeben hat, ist eine Utopie gewesen, ja, und der Baukörper alleine macht keine sozialistische Stadt aus. Herr Eichhorn? Also bis auf eine wichtige Nebenerscheinung des Ziels sozialistische Stadt, viel zu sehr den menschlichen Maßstab vergessen. Ja, genau. Wenn ich mir die Anfänge dieser geplanten sozialistischen Stadt Chemnitz, Karl-Marx-Stadt anschaue, eine Riesenstraße, sehr gut für den 1. Mai-Aufzug und für die Mai-Demonstration geeignet, aber schon die ältere Dame, die dann sich überlegen muss, wie komme ich denn jetzt über diese riesen Straße? Das sind einfach menschliche Aspekte völlig weggelassen worden. Und dass man dann am Ende, wie in Karl-Marx-Stadt, auch noch mit überdimensionalen Denkmälern den sozialistischen
die sozialistische Stadt unbedingt zeigen wollte. Das kann heute nicht weg. Das weiß ich. Wir werden die Straßen auch nicht kleiner machen. Und die Denkmäler stehen manchmal auch zu Recht an der Stelle. Und die Bevölkerung akzeptiert das auch. Aber wir wissen einfach an vielen Stellen, dass diese Utopie auch manche Dinge gebracht hat, mit denen wir heute nur sehr schwer umgehen können. Wir haben im Einführungsvortrag gehört, natürlich ist die Karl-Marx-Allee in ihrer städtebaulichen Pracht ein Stück von, jawohl, wir sind ein Staat, der sich was leisten kann, großzügig und prachtbar zu sein. Das war so ein Anspruch. Aber der menschliche Aspekt ist völlig dabei weggelassen worden, obwohl die Städtebauer wussten, auch wie sich Windverhältnisse in solchen riesen Schluchten bewegen. Das wussten die Städtebauer, aber es war gewünscht und deshalb musste es gemacht werden. Mhm. Aber nicht nur. Aber ja, nicht nur. Also es gab nicht nur Nische in Karl-Marx-Stadt, sondern es gibt auch in den Plattenbausiedlungen durchaus Kunst am Bau und auch so kleinere Sitzgruppen und sowas, wo dann auch durchaus maßstäbliche Kunstwerke dort aufgebaut worden sind und die auch nicht dann gewertschätzt wurden. Genau. Ja. Wie wenn Sie es geahnt hätten, haben wir nämlich eine Frage bekommen von unseren Zuhörenden. Und zwar genau zur Kunst, wie die Kunst am Bau in Leipzig-Grünau denn aussah und wie sie sich seit den Anfängen der Bauzeit verändert hat, Frau Professor Kabisch. Das ist eine Frage unserer Zuhörenden. Naja, es hat durchaus Fassadengestaltungen gegeben. Und es hat dann eben, was ich schon meinte, mit diesen Skulpturen kleinerer Art, maßstäblicher Art, durchaus Highlights innerhalb des Gebietes gegeben, wo dann Menschen sich auch aufhalten konnten, wo dann auch Sitzgelegenheiten entstanden, wo man so Grünflächen hatte. Also das gab es schon und ist aber auch zum großen Teil in den letzten 30 Jahren nicht sehr gepflegt worden. Mm. Ja, manches ist zerstört worden. Und allmählich, das beobachte ich nicht nur in Leipzig, sondern auch an anderen Stellen, erinnert man sich wieder des Wertes, ja, und beginnt das wieder neu zu entdecken und auch zu sanieren und zu renovieren. Ja. Okay. Eichhorn, bei Ihnen auch? Ja, ich denke, die Wertschätzung für Kunst am Bau war zwischendurch einfach ein Stück abhandengekommen. Die vielen, vielen Probleme und die wegfallende Förderung für Kunst am Bau, quotenmäßig für so und so viel gebaute Wohnungen muss so viel Geld für Kunst am Bau ausgegeben werden, das fiel ja alles weg. Ökonomisch. Und nun ist es natürlich, das war einfach ökonomisch determiniert. Und ich glaube aber, dass die Bevölkerung sehr wohl darauf achtet, ihr Wohnumfeld liebenswert zu haben. Und das macht es daran fest, wenn man merkt, es ist irgendwo eine Skulptur mal in Wände wirren verschwunden gewesen und dann kommen die Leserbriefe in der Zeitung, wo ist eigentlich das abgeblieben? Das war doch nicht schlecht. Richtig. Das zeugt davon, dass wir sind jetzt über den Umbau hinaus, wir haben die wichtigsten Transformationsjahre hinter uns und jetzt wollen wir gucken, wie wir zu manchen, was wertvoll war, auch wieder zurückkommen können. Genau. Dazu passt auch eine Frage, die wir schon vor Beginn der Sendung per Mail bekommen haben. Da geht es in dem Fall jetzt um das Humboldt-Forum hier in Berlin. Und es wird hier gefragt, warum dort kein praktisch Gedenktafel angebracht ist. Und das schließt praktisch an das, was Sie gesagt haben, an. Sollten wir denn mehr diese Erinnerungskultur sichtbar machen? Und wenn ja, in welcher Weise? 30 Jahre nach dem Mauerfall, Frau Kabisch. Unbedingt. Mhm. Unbedingt. Was würden Sie da empfehlen? Weil ich meine, diese kleinen Plaketten, die es so gibt, die übersieht man auch relativ leicht. Naja, es gibt sicher noch andere Möglichkeiten, aber warum nicht erstmal damit anfangen? Mhm. Mir geht es darum, dass man überhaupt erinnert und nicht einfach was abreißt und auslöscht. Mhm. Denn man löscht es nicht aus dem Gedächtnis der Menschen, sondern die Menschen erinnern immer wieder. Und eben nicht immer, wenn plötzlich was von anderer Seite entschieden weggeräumt wird, im positiven Sinne. Denn dann entstehen auch Frust und Unzufriedenheiten. Und Geringschätzungen, empfundene Geringschätzungen. Und um dem zu begegnen, sollte man immer
daran erinnern und orientieren, dass es eben auch in den Jahren der DDR-Zeit interessante und engagierte Ideen gab von Städtebauern, die umgesetzt worden sind und aufgrund nun unterschiedlichster Entscheidungen nicht mehr existieren, aber die es eben gab und die auch zu unserer Geschichte im Osten dazugehören. Herr Eichhorn? Wir haben in Zwickau dafür ein ganz gut passendes Beispiel. Wir haben leider die östliche Innenstadt komplett verloren in den 70er Jahren. Das war keine Brutalität des DDR-Systems, sondern einfach eine Folge eines Hochwassers, ich würde sagen heute eines Jahrhunderthochwassers, wo in der Innenstadt über 2 Meter das Wasser stand und die dort vorhandenen Altbauten, also die mittelalterlichen Bauten, die auch oftmals in Fachwerk waren, einfach nicht mehr zu halten waren. Das hätte niemand mit vernünftigem Aufwand sanieren können. So, das ist weggekommen und dort waren am Anfang 11 Geschosse geplant und da haben auch die Denkmalpfleger Ost und auch einige West gesagt, das wäre unangemessen. Deshalb sind nur am Rande die 11 Geschosse gekommen, die Zwickauer sagen, das ist die Stadtmauer, und nach innen ist es dann zu 5 Geschossern runtergezäunt worden und 4 Geschosse, die auf die Gründerzeitquartiere dann städtebaulich hinwachsen. Das ist die Geschichte. Aber wir haben in den 90er Jahren mit den Sanierungen der Plattenbauten eben zum Beispiel in einem Giebel ein großes Bild. Da sieht man die mittelalterliche Stadt, wie sie dann leider in den 60ern enden musste. Das sage ich jetzt wirklich ohne einen Schuldvorwurf. Und dann darüber die Plattenbaufassade mit der speziellen Fuge von WBS 70 als eine zweite Ebene und als dritte Ebene die sanierten Wohnblöcke, wie sie jetzt sich darstellen. Mhm. Das kann man auch Kindern damit erklären, warum ist was wie geworden, was du heute als gebaute Umwelt siehst. Und so kann man heranführen, dass man auch sagt, jawohl, das hat Zwänge, die hatten die damals sich auch nicht rausgesucht und deshalb ist die östliche Innenstadt eben in Zwickau beispielsweise verloren gegangen. In anderen Städten ist man da ja, glaube ich, noch ein ganzes Stück brutaler auch gewesen, wo Häuser einfach auch aus ideologischen Gründen weggemacht wurden, wie eben auch die Einzelobjekte, wie in Leipzig die Pauliner Kirche und andere Dinge. In manchen Städten hat man gesagt, na gut, Lücken können wir ganz schlecht wieder bebauen, reißen wir den Rest auch noch weg. Das ist im Prinzip ein Nachvollziehen dessen, was im Westen nach dem Krieg ja auch passiert ist. Und insofern ist es gut, wenn man solche Prozesse nicht in der Form durchziehen konnte, wie es auch damals in DDR-Zeiten geplant war. Mhm. Frau Professor Zinsmeister, Ihre Arbeit ist eine ganz eigene Form der Erinnerung mit den Fotografien, den Installationen, die Sie gemacht haben. Sehr, sehr interessant, sehr, also faszinierend eigentlich auch. Was könnten Sie sich jenseits dessen vorstellen, wie wir uns erinnern an diese Geschichte? Ja, also ich kann kurz sagen, mein Ansatz war eigentlich damals genau diesem ganzen Verschwinden von bestimmten Bauwerken. Das Außenministerium wurde schon genannt, das wurde erst saniert, dann abgerissen, dem Einhalt zu gebieten oder beziehungsweise den Moment, nicht Einhalt zu gebieten, konnte ich ja nicht, aber sozusagen diese Momente festzuhalten und habe mich mit der Architektur des Verschwindens eigentlich auseinandergesetzt, habe die fotografiert und damit weitergearbeitet. Also sozusagen in etwas Neues überführt, das dann eben auch daran erinnert, was da einmal war. Und genau so, denke ich, ist auch die Aufgabe heute, auch für Architektur, also für neue Bauprojekte, für Planungsstrategien, dass man eigentlich innenarchitektonischen Neusetzungen auch mit berücksichtigt oder darauf Bezug nimmt, was es auch eben gab. Und das muss dann gar nicht so aussehen, aber dass man zum Beispiel bestimmte Strukturen aufgreift, mit bestimmten Systematiken arbeitet oder eben dieses Baukastenprinzip zum Beispiel nochmal neu bewertet und damit kreativ umgeht. Solche Dinge, damit kann man auch schon ganz viel bewirken, weil von Plaketten, muss ich ehrlich sagen, halte ich jetzt nicht so viel. Also im Humboldt-Forum hier stand mal der Palast der Republik. So what, ja? Also dann kreativ umgehen und dass man im Stadtraum auch die Möglichkeit hat, bestimmte Dinge wiederzufinden oder zu lesen oder zu sehen, auch wie diese Stolpersteine zum Beispiel, so ein super Projekt, die so subtil daherkommen und trotzdem so markante Zeichen setzen. So kann man auch mit Architektur und Räumen umgehen und
das Beste, was man überhaupt machen kann, nicht eben genau gleich mit der Abrissbirne, wenn es ökonomisch vertretbar ist, sondern wirklich zu überlegen, was kann ich wie erhalten? Wir müssen heute sowieso anders denken, ressourcenschonend, nachhaltig, müssen viel mit Umnutzung uns auch beschäftigen, Umbau statt Abriss und Neubau, weil wir gar nicht mehr die ganzen Ressourcen dafür haben. Genau, damit springen wir jetzt auch nochmal in die Gegenwart und die Zukunft eigentlich, würde ich ganz gerne nochmal mit Ihnen springen, wenn wir 30 Jahre in die Zukunft springen und uns dann sozusagen in die Städte, die es dann geben wird, reinzoomen. Wir wissen ja, was vor uns liegt. Sie haben es alle schon erwähnt, Nachhaltigkeit, Mobilität, Ressourcenschonung, klimaneutral zu bauen. Wenn ich Sie zum Schluss noch einmal fragen dürfte, wenn Sie sich 30 Jahre in die Zukunft boomen wie sehen die Städte dann aus und was wird dann noch sozusagen von dem DDR-Erbe, das dann ja 60 Jahre zurückliegen wird, also nicht nur eine Generation, sondern mindestens zwei, zu sehen sein, Frau Professor Kabisch? Nun, ich weiß nicht, ob man dann noch vom DDR-Erbe sprechen wird, sondern möglicherweise ist das dann ein städtischer Gesamtkörper, der sich entwickelt hat mit seinen unterschiedlichsten Facetten. Ich bin vorhin Friedrichstraße ein Stück gelaufen und ich war schier baff, weil ich das gar nicht wusste, dass die Straße für den Autoverkehr gesperrt ist. Ja, und wo nur Fahrräder und Fußgänger laufen können und auf der Straße findet Leben statt. Ja, das sind Sitzgelegenheiten und so weiter. Also soll heißen, ich hoffe sehr, dass unsere Städte noch grüner sind und vielmehr auch für den Fußgängerverkehr beziehungsweise auch für den Radverkehr und was es da nicht anderes noch alles noch für interessante Fortbewegungsmittel gibt, die aber eben nicht auf Benzin oder Gas oder Strom oder was auch immer basieren, existieren. Und dann hoffe ich sehr, dass wir Gebilde haben, städtische Gebilde haben, die urban sind. Das heißt, dass die Zugänglichkeit für alle Menschen zu unterschiedlichsten Angeboten, wie gesagt Grünraum, aber auch kulturelle Angebote und viele andere Möglichkeiten, die eine Stadt ausmachen, gegeben ist. Also diese soziale Komponente ist für mich sehr wichtig. Dass wir also nicht auseinanderdriften und dass wir No-Go-Orte bekommen, das wäre ganz furchtbar. Ich hoffe sehr, dass uns das gelingt, dass wir das vermeiden können. Ich möchte aber trotzdem auch noch darauf hinweisen, das ist nicht bloß eine bauliche Geschichte, sondern es ist wieder eine sehr stark soziale Geschichte. Und wir werden vermutlich noch mehr Zuwanderung haben aus Kulturen, die uns etwas ferner sind als jetzt, was wir aktuell erleben. Und damit müssen wir lernen, umzugehen. Das wird, glaube ich, noch eine sehr, sehr große Herausforderung werden. Herr Eichhorn? Ich denke, es ist auch nicht wirklich das Ziel, in 30 Jahren noch zu erinnern, dass das mal Teil der DDR war und das ist das sozialistische Erbe. Nein, ich denke, in dieser Gesamtheit aus Gründerzeitarchitektur und in der DDR entstandener Architektur und nach 1990 entstandener Architektur muss es unser Ziel sein, lebenswerte Städte zu schaffen. Und weil Sie in 30 Jahren sagen, wir haben in Zwickau eine ehrenamtliche Gruppe der Architekten, die nennt sich Zwickau 2050. Mhm. Die bekommt kein Geld von der Stadt. Wir tagen aber schon seit Jahren auch im Stadtplanungsamt. Wir haben keinerlei Befugnisse und wir wollen einfach Anregungen geben. Also hier fehlt schon seit ewiger Zeit eine wichtige Fußgängerverbindung an die Mulde. So wie viele Städte ihre Flüsse wieder entdeckt haben, muss uns das ja auch gelingen. Wir müssen, wie Sie es schon richtig gesagt haben, hier auf Friedrichstraße auch von der Idee, die aus den 30er Jahren noch kommt, aus autogerechte Stadt tatsächlich abrüsten. Ja, wer dort wohnt, muss mit seinem Auto hinkommen können. Aber dann muss er auch akzeptieren, dass er dort Tempo 30 fährt. Und wir müssen die Achsen, die dringend sein müssen, darauf prüfen, ist sie für die Stadt wichtig? Oder kann sie um die Stadt auch herumgeführt werden? Wir haben also auch dazu Prioritäten, Überlegungen angestellt, haben gesagt, diese Stadtumgehung nimmt so und so viel Verkehr, der Transitverkehr ist weg und. Und alle diese Dinge, Aufwertung mit Kultur, mit Bildung, auch mit Funktionsüberlagerungen, dass wer dort wohnt, auch gleichzeitig noch die anderen Funktionen mit hat. Und das muss diese lebenswerte Stadt sein in 30 Jahren.
Frau Professor Zinsmeister? Ja, die Stadt der Zukunft ist eine des respektvollen Miteinander und Nebeneinander. Und zwar, was die Architekturen und die baulichen Epochen angeht, als auch das menschliche Miteinander, das Miteinanderleben, sich respektieren und auch so sein lassen. Und wir haben gerade wirklich das Problem von Energie und Nachhaltigkeit und einer lebenswerten Zukunft auch auf eine aus der Umweltperspektive. Und das wird ein viel größeres Thema noch werden, als sozusagen jetzt an diesen Rückschauen festzuhalten. Ganz herzlichen Dank Ihnen für eine sehr spannende Diskussion über ein Thema, was uns alle natürlich beschäftigt, auch beschäftigen wird, nämlich wie wir wohnen, wie wir zusammenwohnen in der Stadt, in der Kommune, klein oder groß, in 10 Etagen oder auch in weniger. Ganz herzlichen Dank Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, Ihnen vielen Dank fürs Zuhören, für sich beteiligen, für uns Fragen schicken. Ich hoffe, Sie konnten viel mitnehmen aus der Vergangenheit der letzten 3 Jahrzehnte der Stadtentwicklung, aber eben auch für die nächsten 3 Jahrzehnte. Ich darf mich ganz herzlich bei den Organisatoren bedanken, bei der Deutschen Gesellschaft, bei der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, in deren Räumen wir heute hier sein dürfen. Und möchte Ihnen alles Gute wünschen, einen schönen Abend. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.